Zirkzee-Trotoperation. Joshua Zirkzee, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern München an Parma verliehen wurde, hat sich eine Verletzung des äußeren Bandes im Knie zugezogen und muss sich womöglich einer Operation unterziehen. Die Untersuchungen haben eine Verletzung des äußeren Bandapparates zum Vorschein gebracht, teilte der Tabellen-19. Der Serie A mit. Eine operative Lösung wird nun in Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern München diskutiert, so der Club weiter. Wie lange Zirkzee ausfallen könnte, ist nicht bekannt. Für das wichtige Gastspiel bei Aufsteiger Benevento Calcio fällt der Angreifer auf jeden Fall aus. RB-Star zu Foto mit Messi gezwungen. Dani Olmo bekommt als kleiner Junge die große Chance, Superstar Lionel Messi einmal ganz nahe zu sein. Doch der spanische Offensivspieler lehnt dankend ab, wie er jetzt bei The Players Tribune verrät. Als junger Kicker durfte er einst seinen Vater zu einem Fußballspiel in Castel de Fels nahe Barcelona begleiten. Unter den Zuschauern war auch Messi, dessen Kumpel auf dem Platz stand. Olmo spielte aber lieber selbst am Rande des Platzes Fußball. Ein Freund seines Vaters habe ihm schließlich zugerufen: "Hey Dani, komm her, du wirst es nicht glauben, du kannst dich mit Lionel Messi fotografieren lassen." Olmo, völlig unbeeindruckt, antwortete: "Nein, danke, mir geht's gut, ich will weiterspielen, es ist doch nur ein Foto, oder?" Doch sein Vater und Co. hätten ihn dann einfach zu dem Bild gezwungen. "Sie haben mich gegen meinen Willen neben Messi gesetzt und das Foto gemacht, ich habe nicht einmal was zu ihm gesagt." Olmo wollte einfach nur wieder zurück zu seinem Ball, das ganze Prozedere sei ihm vor allem unangenehm gewesen. Mbappé erklärt sein Ego. Kylian Mbappé hat in jungen Jahren schon erstaunliche Erfolge gefeiert, auch weil er die Einstellung eines echten Champions hat. "Jedes Mal, wenn ich einen Platz betrete, sage ich mir, dass ich der Beste bin. Und das, obwohl ich in Spielen mit Messi und Ronaldo auf dem Platz stand", erklärte der Angreifer von Paris Saint-Germain im Interview mit RMC Sport. "Selbstverständlich habe er ein Ego. Das ist wichtig, wenn es zur Sache geht, pusht dich niemand. Du musst dich selbst davon überzeugen, dass du in der Lage bist, Berge zu versetzen", sagte Mbappé. "Wenn es dir nicht gut geht, wird niemand zu dir nach Hause kommen und dir sagen, dass du es kannst. Da bist nur du und deine Einstellung", führte der junge Torjäger aus. NBA plant Fanrückkehr Mitte April. Die Los Angeles Lakers um Dennis Schröder könnten ihre Heimspiele in der NBA schon bald wieder vor Fans austragen. Die kalifornische Gesundheitsbehörde teilte am Freitag Pläne für eine Zuschauerrückkehr ab dem 15. April mit. Diese seien das Ergebnis einer erhöhten Impfrate sowie gesunkener Corona-Zahlen. Die Lakers begrüßten wie andere NBA-Clubs aus dem drittgrößten US-Bundesstaat die Pläne. "Wir sind unglaublich aufgeregt", teilte der NBA-Champion mit. In der laufenden Saison finden die NBA-Spiele aufgrund der Pandemie bislang ohne Publikum statt.